Okay, egal. Der letzte Part, der hat einfach dazugehört. Ja, mehr machen wir nicht. Der Part einfach. Der Part einfach das Ganze drauf. Egal. Das war einfach ein Cut, weil ich leider nicht so einen Teil hatte, doch ganz kurz aufzunehmen. Also habe ich jetzt gerade erst, ja, weggenommen. Also ich meine einfach, ich habe es einfach dann doch nicht aufgenommen, obwohl ich es wollte, aber jetzt nehme ich ja auch auf. Erstmal willkommen zum neuen Part. Pokémon Ultramond habe ich ja schon gesagt in der letzten Folge, aber jetzt sage ich halt nicht mehr so toll. Na gut, die Folge ist dann der richtige Absicherung oder die große Absicherungskarte, wo man halt jetzt auch große Sachen sieht. Also ich glaube, die Folge wird jetzt locker 14 Minuten lang. Ich weiß auch nicht wie lang, aber ungefähr 40 Minuten vielleicht. Kann auch sein, dass es kürzer ist. Ich guck mal, wie wir es machen. Ich guck mal, wie ich es mache. Na gut. Aber ich habe doch mal gute Laune, also es geht mir echt gut. Ja, okay, danke. Okay. So. Egal, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich es so lassen soll. Ich glaube eher nicht. Nee, ich glaube, mach ich besser so. So. Ah, ich weiß nicht. Okay. Ja, so gut. Ja. Ach, manchmal muss ich auch so viel einstellen, aber es ist halt so, okay. So. Nein, auch so nicht. So, ja. So. Ja, so, wow, das ist gut. Okay. Jetzt aber endgültig viel Spaß mit neuen Part. So. Jetzt ein Item, nämlich das Supertrank-Item. Gut, dann wird auch toll sein, genau bei Video. Okay, vielen Dank, genau so. Ja, will auch mal ein bisschen heute mal vorankommen mit Pokémon Ultramond, wie wisst ihr ja Bescheid. Es kommt dann nächsten Monat ungefähr schon Pokémon Let's Go Pikachu raus, und da möchte ich es versuchen zu schaffen. Und das ist ein Problem einfach. Es kann sein, dass ich es nicht schaffe. Ich glaube auch eher nicht. Also ich meine einfach das Spiel durchspielen hier. Das Spiel durchspielen meine ich einfach hier. So. Okay, habt ihr vielleicht Tränke wie? Wäre sehr nett, danke. Ja, habt ihr sehr gut, danke sehr. So, dann freut es mich ja, dass wir auch übrigens eine neue Entwicklung haben. Wir haben auch jetzt Primarine, das ist das Gute daran. Wir haben viel jetzt. Wir haben jetzt viel alles stärker, genau. Und finde ich auch echt gut, Leute, ist genau. Naja, gut. Ist in Ordnung, so. Ich mach mal Eissturm, weil er hat eine Schwäche gegen Eis, genau. Und ich muss mir eben was zu trinken irgendwie gönnen, weil ich gerade schon so ein bisschen heißer werde, also nicht wundern.
Ich glaube, ich hole mir irgendwas zu trinken. Okay, machen wir so. Ja, ich gönne mir jetzt einen guten Hibiskus-Tee. Das ist mir gut. Busch versucht, Rückenzug zu lernen. Ja, sehr gut. Ja, machen wir gerne. Ich denke schon, oder? Ja, das ist gut, doch. So. So ist das gut, okay. Im Rückzug. Ich weiß nicht, was ihr damit meint, aber irgendwas Gutes bestimmt. So. Nein, du scheiß Ding. Ja. Nein. Ja, was soll ich machen jetzt? Rücken zu. Ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, was ich machen soll. So. So, alles gut. Nein. Rückenzug, was ist denn? Also, das brauche ich nicht, okay. Nee, brauche ich nicht. Nee. So. Nee, brauche ich nicht. Danke, danke, danke sehr. Nee. So, komm jetzt auf, wenn du dich halt, ey. Ich will aufnehmen, ja? Danke. Danke sehr. Komm, keinen Scheiß machen jetzt. Nein. Nee, brauche ich nicht. So, komm. So.
Ich habe es endlich in den Griff bekommen. Ich glaube, jetzt habe ich es in den Griff bekommen. Ja, ich glaube schon. So, komm. Interessierst du dich für mein Pokémon? Ich weiß nicht, ob ich dich für mein Pokémon interessiere, aber kann sein. So. Schöner Chaya, fordere dich raus. Ja, danke sehr. Eisturm mache ich mal, doch, Eisturm mache ich. So. So gut, enthält das und das und das. Okay, gut. Quaxi enthält Level 39. Okay, danke. Du nervst. Ja, ich weiß, ich nerv. Ich weiß. Sorry, aber ich bin echt nervig. Na gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe mal hier rein einfach, genau, so. Du hältst den Item Top Believer, danke sehr. Aber ich bin echt nervig, ich weiß. Die Frau hat gesagt. Nee, ich brauche nicht, danke. Ich brauche doch keine Heilung, oder? Kommt vielleicht eine kleine Heilung doch, aber nur eine kleine für Quaxi. Mehr brauchen die, danke sehr. So, komm. So, let's go. Nicht am Gegner, genau. Ich trinke erstmal jetzt was, also alles gut bei Biona. So. Vielleicht bin ich auch jetzt ruhiger, ich kann es nicht sagen. Na gut. Wie bist du, Gusti? Guten Trainer an alle. Okay, danke sehr. So. Ich nehme mal Schaumhose dann. Genau, Baby, mach mal so. Bisher, du bist gleich tot. Tritt. Perfekt, du bei Jungen auch, bitte sehr. So. Also hat wie gesagt ein bisschen gedauert, aber ich denke mal, ist okay für euch, genau. So. Griff hier. Griff hier, ich guck mal, was das ist. Strafattacke, ich guck mal eben genau. So. Stärker das Ziel ist durch Statusänderung ist, desto stärker wird diese Attacke. Ich kann es mal machen, oder? Ich kann es mal versuchen, aber ich glaube, es ist nicht so gut. Strafattacke. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich guck mal. Naja, gut. Ich glaube, hier muss ich mal hin, genau. Hallöchen. Jo, was geht? Ich nehme nur eben mal die Handschelle mit. Hey du. Das ist doch unser Busstopp. Wer hören nicht will, muss fühlen. Oh mein Gott, was für eine Drohung. Ach du Scheiße, ey. Okay. Das war scheiße, egal. Okay.
Danke sehr für den Tipp, aber es ist trotzdem sehr komisch, was du sagst. So, komm. Ja, ist egal. Ich mache mal eben so. So, genau. Ich mache Schaumbrot in einem selber Video. Okay, wir schauen mal, ob wir ihn besiegen können damit. So. Und nochmal. So. Verloren. Aber wie bei uns üblich, lass dich gleich mein Büro antreten, hier antreten. Ist mir doch super, wie stark du bist im Kampf. Beringe meine Moves, den Twist. Okay. Hab mich veräppelt, aber ist okay. Was jetzt? Ja, komm. Wir können ja Eissturm machen, weil er hat einen sperrigen Eis. Genau. Ist ja nicht schlecht. Genau, wer wir nimmt. Sogar würde verwirrt werden, wenn ich jetzt nicht tue. Shit, sie wurde verwirrt. Shit. Das ist scheiße, ey. Eissturm. Okay, sie kriegt Eissturm. Komm bitte selber, Jona. Ach, du vieles Vieh, ey. Ah, shit. Und sie setzt sich durch. Okay, Babio, war's gut. Genau, Babio, nimm das. Und balabam, bis down. So. Ja, war ein toller Kampf bis jetzt. Echt toll. Danke sehr. Unser Gula erreicht Level 35 einfach so schnell. Guck mal, wie geil einfach sie ist. Kann man nicht sagen. Und Baby, kann man echt nichts sagen. So. Hab auch echt gute Laune noch. Also alles gut. Ja. Es geht mal gut. Keine Haltestelle. Kein Boots, Bro. Okay. Claro. Wir wollen den Busfahrer nur den Gefallen tun. Mann, ey, jetzt ist meine Laune im Eimer. Komm, gehen wir zurück in unseren Leuten. In unseren Leuten. Wo wir uns sicher fühlen. Howdy. Okay, das ist cool. Hallo, hallo, hallo. Endlich bist du da. Eben sind zwei Typen von Team Sky an mir vorbeigerauscht. Sie sahen ziemlich fertig aus. Hast du sie so in die Schranken gewiesen? Mit deinem Talent solltest du als Herausforderer in der Pokémon-Liga versuchen. Pokémon-Liga? Alles zu unserer Zeit. Am schnellsten kommt man mit dem Bus zum Gipfel des Hokulani-Bergs. Schneller als ein Himmelhieb dich in die Luft zu katapultieren würde. Okay, danke sehr. So, ich glaube, hier irgendwo muss es was geben, genau, ja. Ja, da ist ein Tier, genau.
Okay, danke sehr. So, Eichturm machen wir jetzt noch genau, Baby You. Bisher. Und Räuber erlernt Nachname. Wow, das ist gut, Baby, oder? Hat auch mal ein was Neues. Das freut mich ja sehr. So, und jetzt können wir uns ja auch bereit machen. Da ist noch was Tolles. Hier ist nichts Besonderes mehr, glaube ich. Hakulaniberg. Ja, okay. Da ist das Schild und jetzt fahren wir gleich mit dem Bus nach oben. Okay, dann danke ich dir für die Erklärung, lieber Bogedex, weil du mir so viel Spaß bereitest. Wir haben es auch so viele tolle Gegner besiegt. Das hat mir auch Spaß gemacht. Nur ich habe sehr lange drauf gebraucht. 20 Minuten lang ist okay. Kann man besser machen, aber ist in Ordnung. Willst du eben an der Haltestelle nachsehen, wann der nächste Bus kommt? Ja, gerne. Ja, okay. Der ist da, oder? Ja. Eine Bushaltestelle. Möchtest du mit dem Bus bis zu Hogedani-Sternwarte fahren? Ja, natürlich. Wir fahren bis oben nach dieser Sternwarte. Genau, bis zum Hakulani-Berg fahren wir jetzt. Der Kogowai-Bus steht immer zu Diensten. Du willst schnell und sicher von A bis B, dann bitte zügig einsteigen. Da haben wir es ja schon. Oh, das sieht toll aus. Ich meine es ernst, Baby Jo. Sieht echt toll aus hier. Na gut. Hier drüben. Ja, hier drüben. Ich weiß Bescheid, Baby Jo. Ich komm zu dir. Komm her. Hallo, hallo, hallo. Der Hokulani-Berg ist der zweithöchste Berg der Alola-Region. Jetzt willst du bestimmt wissen, welcher Berg der höchste ist, oder? Natürlich. Da schau mal darüber, Mare. Kannst du diesen majestätischen Berg da hinten sehen? Das ist der Mount Lanakina, der höchste Berg Alolas. Wow. Der sieht krass aus, ja. Ist ein heiliger Ort. Dort ist man dem legendären Pokémon, das als Verkörperung des Mondes gilt, am nächsten. Genau dort, auf dem Gipfel des Mount Lanakina, da soll die neue Pokémon-Liga entstehen. Wenn Trainer für ihre Elefantenschaft beendet hatten, traten sie auf den Gipfel des Mount Lanakina gegen die Inselkönige an. Und zum Eselwanderschaftschamp zu werden. Ich möchte sowohl diese Tradition Alolas bewahren, als auch einen Champ hervorzubringen, der von der ganzen Welt anerkannt wird. Deswegen soll dort oben eine Pokémon-Liga entstehen, die von würdiger Top 4 verteidigt wird. So kann unser Eselwanderschaftschamp zu einem weltweit anerkannten Champ werden. Und durch den Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll der Trainer und Pokémon Alolas sind. Hast recht, genau, Baby You. Danke, ich liebe dich, danke, ich liebe dich. Ach, toller Ort, aber nur, ich liebe auch das Spiel, ey. So toll gemacht. So, komm. Ich nehme mal meinen guten Taurus mal in der Hand und gucken wir mal, ob wir auch hier durchkommen. Nee, natürlich nicht. Na gut. Der Hokulani-Berg. Übrigens, Leute, es gibt auch hier was, Leute, genau. Hier gibt es halt eine kleine Route. Und hier gibt es jede Menge Kämpfe. Und jetzt habe ich Bock, erstmal einen Kampf zu machen. Und Frau zu werden für die Prüfung, genau, bei. Okay, machen wir das hier. Angestellte Naki will uns verteidigen. Okay. Sorry, was soll's? Ich habe manchmal sowas. Ich hätte Bock auf Hyperheiler. Gibt auch sowas? Nee, doch, gibt's. Hier habe ich einen Hypertrank, aber kein 2 in 1. Okay, reicht der auch. Ist okay. Dann kämpfen wir mal gegen diese Frau. Genau, Baby Jo. Wiedersehen.
So. Ich gehe doch mal da mal hin. Okay. Ich gehe mal zu Griffier. Ich glaube, die hat bessere Karten. Doch, ich glaube, das ist besser. Baby. Ist in Ordnung, Babyona. Oh, komm her. Ich würde sagen, ich nehme Füger. Bitte sehr, Babyona. Bitte schön. Okay, mach gut Schaden. Genau, wusste ich doch. Mach scheiße Schaden, ey. Flora, bitte sei bei Video genau. Wie die Erde, du Nuckelacke. Ja, nochmal, komm. Und nochmal, ich nehme Pflücker, genau, bitte sehr. Hat nicht gereicht, shit. Okay. Ist okay, kann man nichts machen. So, jetzt aber komm, mach ihn down. Danke sehr, Baby, ja, genau. Auch Mann, das ist klar gewesen. Endlich geschafft. Endlich geschafft bei Jonau. Egal. War ein toller Kampf, auf jeden Fall hat mir auch Spaß gemacht, auf jeden Fall, also echt saubere Arbeit geleistet hier lieber, also lieber Entwickler, wirklich in love you, ich love you. So, ich will erstmal eine heile Runde machen, genau, mit dem Pokémon, und danach gehen wir auch gleich zur Prüfung, und ich möchte auch danach mit euch nochmal zur Sternwarte, also erstmal zur Prüfung und dann zur Sternwarte, und dann möchte ich noch diesen unteren Gang abklimpern mit euch. So, erstmal habe ich Bock, eine Runde mit euch Kaffee zu trinken, das heißt ich auch vor wie. Okay, Limonade mache ich mal, genau. So, ich glaube, ist auch nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, denke ich mal, doch, bei Bio. Tut auch mal gut. Wow, lecker sieht die aus, die Limonade. Danke fürs Warten. Eine Limonade ganz nach Bestellung. Das Wort Limonade stammt ursprünglich aus der Kalos-Region. Ob das Getränk an sich dann wohl auch in Kalos erfunden wurde? Fragezeichen, weiß ich nicht. Reitest du übrigens regelmäßig auf Bismarck? Dabei findet man die unglaublichen Items. Ich bin fast nur noch auf Bismarck unterwegs. Dabei vergesse ich schnell die Zeit. Und hier hast du ein kleines kostenloses Dreingabe, so ein kleiner Geschenk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieses Konfekt ist zuckrig, süß und aus Schokolade. Was will man mehr? Ach, Herzkonfekt. Ja, sehr gut. Das ist lecker. Lecker. Ich weiß, danke. Wir haben einige Pokémon-Bohnen bekommen. Danke sehr. Ich liebe dich. Wir werden uns auch bald wieder. Genau. So. Hast du auch irgendwas Neues, mein Lieber? Ja, ich kaufe mal Eisen, okay, Eisen mal genau. Eisenpostion glaube ich mal, genau, Baby. So, komm. Das muss auch reichen, doch. So. Das muss reichen, deswegen gehen wir auch jetzt zur Sternwarte. Und dann, nach dieser Prüfung, erkunden wir uns auch weiter. Ja, ihr wisst schon. Noch in der Sternwarte. So. Na, alles Haus. Ja, hallo. Oh, der große Mars Royal persönlich beehrt uns mit einem Bauersuch. Marty, das ist Marlon. Er ist Leiter der Sternwarte aus der Verwalter der Pixie-Boxen. Aber wohlgemerkt, kein Captain. Richtig. Eine halbe Stunde haben wir auch schon gespielt. Eine halbe Stunde, wow. Gut. Der fantastische Mars Royal hat gesprochen.
Es kann eh nicht eher so groß rauskommen, wie du mein maskierter Freund. Aber er hat recht, meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Du bist Maritier, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bis hierhin auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn vom Kometen, aktualisiert den Festival Plaza. Aber auf dem Empfehlung von Mastrioal findet er bestimmt einen Moment Zeit für dich. Aber ich glaube, er ist so stärker, als wir es bei unserer Ehemannschaft waren. Und noch etwas, warum nennst du mich ständig Mars Royal? Sehen diesen extrem erfolgreichen und hübschen Profi-Weltstar denn so ähnlich? Ah, so dann, ich gehe zurück nach Malia City zum Ziergarten. Dalia ist inzwischen sicher schon fertig damit, mal da das zu essen. Ich werde ihn herbringen. Und du lässt dir in der Zwischenzeit die Sache auch durch den Kopf gehen und die ich gebeten habe, okay? Genau. Ich gehe jetzt. Einen tollen Tag mit dir machen. Marlon. Erst Marlon. Okay, erst Marlon. Es schien zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Hier, Mario, ein kleines Andenken an meine Treffung mit dir. Metall im Z, ich liebe dich, danke. Sieh genau hin. Ja, ich gucke genau hin, Baby, genau. Bam! Du. Danke sehr für den Tipp. Die Muskeln stahlhart angespannt um ein Ende. Ein kräftiger Hieb nach vorne. So setzt die Sehkraft vom Typstahl sich frei. Das Hexkristall stammt von früher aus Kokui und wenn ich und als Mann auf der Inselwandschaft gegangen ist und gemeinsam mit unserem Pokémon stärker zu werden wurde oder zu stärker werden wurde. Ich hoffe, es wird noch nun ein gutes Nutzen für dich sein. Ich hoffe, es wird noch ein gutes Nutzen für dich sein. Also dann, ich schau dir das alles hier in Ruhe an. Also ich meine die Sternwarte. Also guck dich alles hier gründlich um. In der guten Sternwarte. Und übrigens in der Sternwarte siehst du auch den guten Chris. Den findest du, wenn ich es sagen soll, genauer im Labor ganz hinten. Also wenn du dich dafür bereit machst, dann mach dich bereit. Danke sehr für den Tipp. So, dann geh auch mal rein. Ich bin gespannt. Ernsthaft jetzt. Gespannt bin ich. Das sieht auch interessant aus hier. Ja. Toge, Maru. So, mein liebster Akku, es wird Zeit, dass ihr so fressen bekommt. Zu fressen bekommt. Ack. Okay. Also interessant, kann man nicht sagen. Ich liebe einfach das einfach hier alles. So toll gemacht. So. Aber Herrscher-Sticker bekommen. Herrscher-Sticker ist auch gut, genau, Baby Jo. War ja gut. War ja gut, okay. War ganz gut eigentlich, dass wir einen Herrscher-Sticker bekommen haben und jetzt geht's los. Ganz hinten, also ganz hinten. Hier ist auch nichts, okay. Okay, aber ich will erstmal die ganzen schlechten Sachen machen, beziehungsweise die schwierigen Sachen hier in diesem Part. Chris an Konzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermutete Abendtraufpunkt. Die Prüfungsstätte. Kontakt in 54321. Hallo. Ja, ich weiß. Ach, da irgendwie lecker. Ich liebe irgendwie Hibiskus-Tee. Hibiskus-Tee. Sag mal, egal. Wo sind denn Abkub? Malon hat sie mitgenommen. Ah, die sind fressen gerade. Ah. Sie sind ganz schöne Vielfraße. Die Abkub sollten mir helfen. Kannst du bitte ihn holen gehen? Ich bereite in der Zwischenzeit alles für die Prüfung vor. Da das der allererste Test ist, lass mich lieber bitte noch von der
Tarot Amo helfen. Du würdest mir sehr helfen, wenn du für mich alle Akku zusammen trommeln könntest. Ja, ich weiß halt nicht, wo sie jetzt sind, aber die müssten irgendwo hier sein, oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich schaffe es gar nicht mehr heute noch, die Sternwarte zu erkunden. Ja, geht auch alles so schnell vorbei. Egal, ich habe heute auch so ein bisschen alles verplempert, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Verplempern tut man nicht mal. Also wirklich, kann man nichts machen. Ich glaube, sie sind draußen und nach draußen vielleicht kann es sein, doch. Doch, draußen ist auf jeden Fall, siehst du. Hallo, schau mal, wie satt und zufrieden die Akku mit ihren Maul sind. Oder mit ihren Herz sind. Akku. Ja, hallo. Oh, sie sind süß, die vier, ne? Ich liebe sie auch irgendwie, doch. Uff, uff. Aber Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollten doch 9 sein. Ah, okay. Wärst du so gut für mich, nach den restlichen drei Akku zu leihen, Mario, sie müssten sie noch auf der Brennerfläche vor der Haltestelle aufhalten und genüsslich vor sich hin mampfen. Ah, okay, ja, bestimmt irgendwo dahin. Okay, danke sehr. Okay. Akku. Das ist ein Akku, bitte sehr, ja. Du hast einen von Manus Akku aufgespürt. Und wir haben einen zweiten aufgespürt, genau, Baby Jo. Hallo, nee, doch nicht. Als eins haben wir bekommen. Okay, danke. Hier ist noch ein Akku, oder? Ja, richtig. Haben wir jetzt zwei bekommen. Ist ja echt toll. So, vielen Dank. Und hier ist noch eins, genau, Baby Jo. Noch eins, oder? Nee, doch nicht. Aber das wurde schon gefunden, oder? Ich weiß nicht. Du hast die fehlenden Akku gefunden, Marite. Jetzt fehlt nur noch Sieberg. Der Recker sieht es aber auch immer an den seltensten Orten. Warum siehst du so verwirrt aus? Ach so. Sieberg. Wir rufen unser Akku hier bei ihren Spitznamen und zwar von 1 Nack bis 9 Nack. Ja, ich dachte schon, das wäre eine Störung, habe ich gerade gedacht. Das wäre scheiße gewesen, wenn es eine Störung wäre. Egal. Na gut, dann nicht. Erstmal speichern. Zuletzt gespeichert habe ich am 7. Oktober irgendwann. Egal. Ist okay. So, komm. Da hinten habe ich das ja gesehen. Da hinten. Okay, habe ich gesehen. Bei Video genau. Hier ist noch ein guter Einwohner. Danke, dass du den Kokowai-Bus genommen hast. Willst du bis zur Haltestelle bis da unten fahren? Nee, ich möchte nicht bis da unten fahren. Ich will nämlich nur nicht irgendwie fragen. Ich will nicht mehr als nur fragen. Akub, Sieberg, du bist also ja da, du kleiner Wecker. Danke für deine Hilfe, Margit. Dann nächstes wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau halten. Schon halten. So, komm. Mein Stuhl ist immer so klein, ey. Okay, warum Marite? Warum Marite? Du hast die Akku echt schnell zusammengetrommelt. Danke sehr, ich liebe das. Einfach nur, wenn man sowas von welche Sachen macht hier in diesem Game. Wie sammeln, streicheln und so weiter. In diesem Raum findet die Prüfung statt. Danke sehr. Danke für den Tipp. Die Direktive des Sicherheitsteams. Okidoki, vielen Dank. Danke, danke, danke. Okay, wir müssen noch das machen, okay. Obwohl wir eigentlich keine Zeit mehr haben, aber ich mache es trotzdem einfach mal, weil ich Bock drauf habe.
Obwohl einfach jetzt schon 40 Minuten haben, aber ist egal. Ein Wack, zwei Wack, drei Wack sind auf dem Verabschied. Bob sind bereit, ihren Strom mit uns zu teilen. Ja, genau. Also man merkt einfach, wie lange ich schon beschäftigt bin mit diesem Let's Play gerade. Egal, egal, egal. Tugi. Tugi, Damaru und unser Akku verstehen sich sehr gut mit ihnen. Falls der Akku so viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Tugodamaru sich mit seiner Fähigkeit Blitzfeger und fährt so ein Kurslos. Tugodamaru trägt übrigens den Spitznamen Togemaru. Okay, danke sehr. Willst du mit meiner Prüfung anfangen? Ja, ich will anfangen mit dir. Und auch mit deiner Prüfung. Wow, das ist ja aber auch jemand echt motiviert. Okay, dann erkläre ich dir jetzt, wie die Prüfung funktioniert. Ich brauche es nicht erklären, ich weiß schon, was man machen muss. Ich muss es nicht erklären, okay, danke sehr. Erklären hat noch keiner von den ganzen in Clara hat es mir noch keiner erklärt, deswegen danke, ich brauche es nie erklärt bekommen. Danke trotzdem, aber kann ich selber rausfinden und auch selber noch in meinem Kopf mir gerade einfallen lassen, weil ich das schon gemacht habe. Über die Ausrichtung der Abgrub musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Verbinde die Akku miteinander, rufe das Häscher-Pokémon herbei und besiege es. Übrigens ist es das erste Mal, dass wir den Verschiebemart und den Herrschermart einsetzen. Also dann, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Dann mach dich mal bereit, Junge, ey. Ich weiß doch, Junge, ey. Endlich mal wie Prüfungszeit mit dem Quatsch. Okay, danke. Okay, den mache ich mal mein Bestes jetzt, dass wir auch Spaß haben. Das ist nicht so schwer, ich glaube, das ist nicht so schwer. Nee, 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 nee. Nee, nee, ist nicht so schwer. Ja, so ist auch einfach, oder? Wieso war nicht so schwer? Ich hab's gut gemacht. Okay, dann schalten wir den Herrscher mal an. Genau, macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt, alles gut. Voll lustig, ey, ist echt geil, ey. Perfekt, der Herrscher Mart wird, wie ihr hofft, mit Strom versorgt. Okay, jetzt müsste das herbeigerufene Herrscher-Pokémon eigentlich auftauchen. So schnell schon, das war ja eine einfache Prüfung. Wow, war das geil, Leute, aber echt schnell. Elek. Nee, doch noch nicht. Okay, ist das erste. Ist aber auch verwirrend, ey, ist egal, ich verwirrend. Bin nicht nochmal hier bei diesem Game. Oder? Ich glaube, ich verwirre mich nicht nochmal. Wäre sonst doof. Okay, haben wir immer besiegt. Genau, Baby, und im Bett. Mit unseren Primarine. Oh mein Gott, das war toller Spaß. Elektrizität eben auch. Der Herrscher Oromat muss es angelockt haben. Ja, ich weiß. Ich muss nicht noch mehr, Mensch. Ich will es jetzt einfach nicht machen, Mensch. Das nervt mich, also. Scheiß drauf, ich lese nicht mal alles vor. So, komm. Ich lese da jetzt mal nicht vor. Das ist mir auch sonst so doof. Ich glaube, ich mach's mal so. Ja, guck mal, auch einfach. Wow, was scheißgeil, Leute. Das war sehr gut. Okay, dann schalte ich mal auch das an. Mach es gerne, Baryona. Nimm bitte. Das sieht gut aus. Der Herrscher Mars wurde mit Strom versorgt. Jawohl, diesmal steckt mir viel Energie drin. Elek. Das war toll, Baby, genau, nimm das.
Wow, haben wir schon 23 Uhr, so schnell. Okay, dann ist es ja echt doof, dass ich so lange mache. Ach, egal, ist okay. Ist in Ordnung, doch, ich würde sagen, ist in Ordnung. Und mit der Verpackung hier oder mit der Halterung habe ich mir auch erst dran gewöhnt, das zu machen. Ist egal. Shit, egal. Schaumresonante Bälle, sehr. Danke, danke, danke sehr. Und Quaxi erreicht Level 30. 30. Shit. Fast versprochen. Ich sage immer falsche Wörter am Anfang, egal. Diesmal so ein Elektrik. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf, aber dann wird immer und immer wieder mehrere. Wenn wir alle Akku direkt miteinander verbinden, können wir länger Strom liefern. Da hast du recht, das heißt, also übrigens soll es die Prüfung wurde übrigens verändert. Das finde ich auch echt toll. Meine Prüfung wurde auch fortgesetzt. Übrigens soll dies, es fehlt noch was, soll dies. Nicht nur das wurde hier verändert, auch gleich kommt was brandneues dazu. Egal. Viel Spaß noch. Ich glaube, ich muss es so machen, dass die alle berühren. Bestimmt, ja, bestimmt ist es. Nee, doch nicht. Okay. Okay, dann noch nicht. So vielleicht. Auch nicht. So vielleicht. Auch nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß, was ich machen. Okay. Ich würde sagen, ich würde jetzt auch doch beenden, bevor der Pokémon-Kampf mit der Lady da kommt oder mit der ganzen Tokoma und Akku Shit, würde ich es doch tatsächlich beenden, bevor der Kampf kommt. Ist egal. Ich habe es trotzdem mein Bestes getan. Dass ich euch einen tollen Tag mache. Bis zum nächsten Mal, Leute, ist der Tag und der Part ist auch jetzt zu Ende. War ganz toll. Nur halt ein bisschen zu kurz habe ich halt alles jetzt gemacht hier, aber. Ist auch noch doch dermaßen auch noch genau, aber jo. Okay. Also, bis zum nächsten Mal, Leute, und macht's gut. Für die Kosse, jo.